Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, nicht Bioshock 2. Da wir ja jetzt Bioshock 1 durchgespielt haben, spielen wir einfach mal den zweiten Teil. Ich meine, ich habe zwar gesagt, dass ich keine wirkliche Lust drauf habe, aber mal schauen. Wie ist das heute mit dem zweiten Teil? Ich meine, eins weiß ich ja schon nicht, dass das für ein Big Daddy spielen. Das habe ich ja, glaube ich, am Ende vom ersten Teil noch kurz erwähnt. Aber recht viel mehr weiß ich dann auch nicht über das Spiel. Also wird es wieder ein Blind Let's Play und wir starten doch einfach mal direkt rein. So, mal kurz schauen, wie es mit der Helligkeit am besten passt. Ich glaube, so sollte es passen. Aber wir spielen natürlich wieder auf Mittel. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Thank you.
Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Hammerbaum. Und ich brauche dringend eine Hilfe. Ich versuche mich in der Bahnstation des Atlantik-Express. Tja. Da wären wir auch schon im Spiel. Und wie gesagt, wir spielen hier einen Big Daddy. Und Tenbaum ist scheinbar auch wieder da. So wie wir es gerade gehört haben. Ich glaube, das spielt direkt nach dem ersten Teil. Also, die gab es im ersten Teil nicht. An die würde ich mich erinnern. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Okay, und der Big Daddy Ball ist schon sehr stark. Achso. Ja, und wir haben jetzt auch so Notizen, wenn wir die Codes haben scheinbar. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Tja, was auch immer Brain Booster sind. Ja, scheinbar auch irgendein hinterbliebenes Sache von Andrew Ryan. Und wir haben ja auch hier wieder den Elektrobolt, so wie es aussieht. Neue Big Daddies, wie es aussieht. Obwohl, es sah ja eher aus wie eine Frau. Wir werden es sehen. Green Garden können wir ja noch nichts machen. Wir haben ja auch noch kein Eve. Auf die Zeit nur den Buch. Und auch nur Elektrobolt. Also sind wir wieder quasi ganz am Anfang bei Null. Oh.
Der ist runtergesprungen. Ah ne, da ist er. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tenenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Okay, dann gehen wir doch mal zu Tenenbaum in die Bahnstation. Na, zuerst ziehen wir uns ein bisschen um. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denk daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Tja, da haben wir einen zweiten Andrew Ryan, nur diesmal in weiblich, so wie es aussieht. Und wir bekommen eine Nietenpistole. Okay, die ist auf jeden Fall nicht schlecht vom Schaden. Hier haben wir noch einen Verbandskasten. Schauen wir mal, sonst hier noch irgendwo was. Okay, ein bisschen mehr Munition. Ich hab's mir knapper Not lebend hier runter geschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab es Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug, aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Okay. Anleitung für Big Daddies. Und da haben wir die Liste von ihm. Sieht stark nach einem Bosskampf aus. Hat sehr viel Leben. Noch so Munition aus. Okay, halt einfach ab mit der Little Sister. Stört ihre Arbeit an der Mittelsystem, Big Sister und
Okay, scheinbar ist das eine Big Sister, laut Dr. Lamb. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit, von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Tja. Probleme von Andrew Ryan. Okay, und das sieht sehr stark nach einer Arena aus. Oder zumindest passiert hier wahrscheinlich was. Ja, gehen wir mal rein. Ertränkt. Okay, wir können scheinbar nur gehen. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Hier auch neue Big Daddy Waffen. Nicht nur die klassische Armbrust und den Bohrer. Können wir uns hier Treibstoff auftanken? Scheinbar nicht. Tja, jetzt sehen wir mal die Unterwasserwelt von Rapture. Ist ja schon etwas länger her, seit wir die Tauchkugeln nach Rapture benutzt haben im ersten Part, ersten Let's Play. Allerdings hat sich die Stadt scheinbar nicht so sehr verändert, seit Andrew Ryan gefallen ist. Ich glaube auch, dass ich den Part dann an dieser Stelle beenden werde. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen, dass ihr uns im nächsten Part von Bioshock 2. Ciao.